Ja, vielen Dank. Es braucht nicht so viel Mut, die Hände vom Steuer zu nehmen. Ab und zu muss man das mal tun. Das Interessante ist dann, dass man plötzlich im Auto Zeitung lesen kann. Und das können wir ja in Zukunft mal gemeinsam ausprobieren. Das menschliche Hirn ist eine Kognitionsmaschine, die vor allen Dingen auf der Erkennung von Differenz basiert. Wenn etwas anders ist als erwartet, dann staunen und lernen wir. Oder wir haben zumindest die Fähigkeit dazu. Deshalb werden wir nicht durch schlaue Antworten klüger, das wurde bereits angesprochen, sondern wenn wir lernen, klügere Fragen zu stellen. Kluge Fragen haben immer etwas Irritierendes. Sie öffnen unseren geistigen Horizont, weil wir schon in einer solchen Frage die Welt mit anderen Augen sehen können. In seinem Buch The Hidden Pleasures of Life stellt der anglo-französische Philosoph Théodore Celdin solche erleuchteten Fragen. Zum Beispiel, warum fühlen sich so viele Menschen unwürdig, ungeliebt, nur halb am Leben? Oder was ist das große Abenteuer unserer Zeit? Oder wie können Menschen die Illusion über sich selbst überwinden? Oder wie kann ein Ungläubiger einen Glaubenden verstehen? Oder wie kann man anders über die Zukunft nachdenken, als sie vorauszusagen oder vor ihr zu ängstigen? Das ist die Aufgabe der modernen Prognostik. Man könnte auch fragen, in Richtung auf Sie alle, auf diesen Kongress, ist Zellulose die Seele eines Printmediums? Geht es eigentlich um Papier? Oder wenn nicht, worum geht es dann? Und man könnte ganz gemein im Sinne des Straßenkünstlers Banksy fragen, vermissen Sie etwas in Ihrem Leben? Is there something missing in your life? Do you need to get out more? Then stop what you're doing and come to the happiest place on earth. This is a theme park like no other. Die meisten Kritiker waren sich relativ schnell einig. Banksy hat diesen Theme Park ja tatsächlich aufgebaut. Er war ein halbes Jahr aktiv, fast 1 Million Besucher bei einem hohen Eintrittspreis. Ganz klar, was Banksy hier macht: Kapitalismuskritik. Aber vielleicht kann man auch anders denken. Wenn man genau hinschaut, macht Banksy vielleicht hier die Kritik am medialen Gesamtsystem. Er dekonstruiert es in seine Einzelteile. Und er beschreibt die Hysterie, die Panik, die Verzerrung unserer Weltsicht, die mehr und mehr unsere wirkliche Welt zu konstruieren scheinen. Wenn wir verstehen wollen, wie die Zukunft der Medien aussieht, müssen wir Modelle bauen. Wir müssen die Zusammenhänge der Einzelteile des medialen Systems begreifen. Wir müssen die evolutionären Gründe verstehen, aus denen Menschen heraus kommunizieren, sich miteinander verbinden, sich informieren, sich vernetzen im globalen Raum. Und
Wenn wir das tun, müssen wir Evolution in die Zukunft hinein beschreiben können. Wir müssen verstehen, wie die Medien zusammengewachsen sind. Über den Lauf der Zeit kamen immer mehr Sinne hinzu, die gespeichert werden konnten. Und das Ganze bewegt sich in einer Art Komplexitätsstufe nach oben, bis das Internet alle menschlichen Sinne sehen, hören, schmecken vielleicht auch bald in Echtzeit zur Verfügung steht. Die Distanzen von Zeit und Raum werden dabei zunehmend überwunden. Die Reaktionszeiten sind heute auf Null. Aber das heißt keineswegs, dass Medien, die in früheren Zeiten erfunden worden sind, immer nur eindimensional und restriktiv sind. Wenn man zum Beispiel sich eine Trommel anschaut, eine der Urmedien der Menschheit, dann dient sie zwar zunächst einmal einer One-to-Many-Operation, man benachrichtigt damit, aber wenn Sie mal in einem Saal gemeinsam getrommelt haben, wir haben das ab und zu mal versucht, dann werden Sie merken, es geht auch Many-to-Many. Medien sind also flexibel, aber sie haben, die jeweilige technische Plattform hat gewissermaßen einen idealen Platz im menschlichen Kosmos. Und dieser menschliche Kosmos von Kommunikation und Information ist geprägt durch zwei Achsen. Einerseits möchten wir uns informieren, die Evolution zwingt uns dazu, Informationen aufzunehmen, um Gefahren zu vermeiden. Auf der anderen Seite wollen wir uns verbinden. Manchmal sind wir passiv, manchmal sind wir aktiv. Sie alle kennen das von sich in ihrem Medienverhalten. Wenn man vor dem Fernseher sitzt, lehnt man sich meistens zurück. Wenn man etwas verstehen, kontextualisieren will, dann lehnt man sich nach vorne. Lernen, verbinden, informieren und vergleichen. Das sind urgenuine menschliche mediale Eigenschaften, Wünsche, Bedürfnisse. Und dahinter steht noch ein ganzer Kosmos von weiteren Intentionen. Wie hängen all diese Intentionen miteinander zusammen? Und wo sind sie am besten aufgehoben? Das ist der Teil, der durch das Internet am meisten ausgeweitet und aufgerüstet wurde in den letzten Jahren. Und jedes dieser Medien hat einen spezifischen Setting Point, dort, wo das Medium am besten eingesetzt ist. Mit dem Fax Emotionen hervorzurufen, ist ein bisschen schwierig. Auch das geht. Aber das Fax hat eben eine ganz bestimmte Nische in der medialen Evolution besetzt und wir sehen, wie der Säbelzahntiger ist es ausgestorben. Das Mail, wir alle wissen es aus unserem alltäglichen Leben, hat eine bestimmte Bandbreite, hinter der es anfängt zu verschwinden. Und einzig und allein das Internet als gesamtes Medium von allen ist in der Lage, uns zu fesseln, aber auch in einem doppelten Sinn des Wortes, zu fesseln, zu binden an den Rückkanal, uns auch süchtig zu machen in einer Immersion des Medialen. Wie verhält sich in diesem ganzen Zusammenhang die Zeitung? Wenn wir ihre Evolution betrachten, mal abgesehen von den Steinmetzen der frühen Antike, als das Papier erfunden wurde, dann war sie zunächst einmal ein Nachrichtenüberbringer. Friedrich Schiller sagte in Die Räuber, er bittet vorgelassen zu werden, er habe euch eine wichtige Zeitung. Zeitung hieß eine Neuigkeit, eine Differenz, etwas zum Staunen und etwas zum Lernen. Verkündigung, Nachricht, dann die Lokalisierung von Informationen, auch das ist im Grunde genommen frühes Internet mit anderen Mitteln, die Spezialisierung für bestimmte Berufsgruppen und Gewerke, die Aufbereitung von Meinungen, von Stimmungen in der Bevölkerung und schließlich Erregung. Also all das, was im menschlichen Kosmos eine große Rolle spielt, auch das geht in die gedruckte, in die geschriebene Zeitung hinein. Der Skandal, das durchs Schlüsselloch schauen, die Prominenz. Aber in ihrem Kern und in ihrem wirklichen Setting Point sind Printmedien immer Sinnproduzenten gewesen. Sind Sammlungen von Gedanken, in denen wir die Welt reflexiv erkennen können. Und wenn wir heute uns diesen Baukasten des Medialen, des Print, einmal anschauen und neu sortieren unter der Ägide der digitalen Disruption, dann wird gleich klar, welche wesentlichen Evolutionsstränge hier entstehen. Es ist einerseits, und je mehr das Internet seine Herrschaft ausübt, umso sehnsüchtiger, Sinnproduktion, Weltordnung und Zukunftsdiskurs. Und es ist auf der anderen Seite Skandal, Erregung, Ärgernis, Faszination. Auch darin liegt die alte Form der Verkündung. Man könnte noch einen dritten Strang des Print definieren. Durchaus erfolgreiche Verlagsprojekte beziehen sich heute wieder auf das Lokale
und auf die Organisation des Lokalen. Im heutigen Medienkosmos führt die digitale Disruption also dazu, dass Printmedien evolutionär gestresst und dadurch neu arrangiert werden. Sie verlieren ihre Rückkoppelfunktion, vor allen Dingen bei Auto-Wohnungs-Jobanzeigen, wir alle kennen das Problem, und es entsteht eine neue Spaltung. Und wir sehen, dass auf der einen Seite die Fokusmedien, wie wir das nennen, oder die Sinnmedien von einer gegenteiligen Bewegung überlagert werden, wo die Printmedien ins elektronische Medium hineingehen, um Erregung und Emotion der knappen Ressource Aufmerksamkeit konkurrieren. Dabei gehen sie in die Breite, blähen sich in den Raum der Bits und Bytes, verlieren aber auch zum Teil ihre Identität. Es gibt wenige, aber umso rühmlichere Ausnahmen, und dieser Kongress wird sie darstellen und als Vorbild nehmen, wo die Idee einer Zeitung im ursprünglichen Sinn auf das schnellere und unruhigere Medium ausgedehnt wurde und dabei sogar noch die Qualität gesteigert wurde. Das gibt es durchaus. Wir alle kennen diese Beispiele. Und wir wollen lernen und wir wollen sie gebührend feiern. Wir wollen aber auch verstehen, an welchen Umbrüchen und Klippen wir scheitern können. Das ist, wenn man so will, die grundlegende Entscheidungsfrage. Im Farce-Roman »Er ist wieder da«, ein Bestseller im deutschsprachigen Raum, kommt der wiederauferstandene Hitler in einen Newsroom eines großen Medienkonzerns und stellt sich als zukünftiger Redakteur und Talkshow-Gast vor. Panik bricht aus. Aber nicht, weil Hitler wiedergeboren ist, sondern weil man rechtzeitig die Marketingagenturen, die Rechtsabteilung und so weiter alarmieren muss, denn das bringt Quote. Und wehe, wenn die Konkurrenz zu früh davon erfährt. Als Journalist bei der Hamburger Zeit habe ich vor gut 20 Jahren noch eine andere Welt der Zeitung erlebt. Damals gab es rund 350, 400 Objekte am Kiosk. Größer waren die meisten Verkaufsstellen gar nicht. 4 Fernsehsender, man kann sich das kaum mehr vorstellen, und kein Internet. Ein langsames Arbeiten, das nicht immer deshalb qualitätsreich war, weil es luxuriös war. Auf der großen Redaktionskonferenz am Freitagnachmittag gab es Helmut Schmidts Weltbelehrung kostenlos, jede Menge Cognac, und Schluss war pünktlich um 16.45 Uhr, wenn der Flieger von Fritz Radatz nach Sylt ging. Solche Vorstellungen sind, wie ich an Ihrer Reaktion merke, heute nicht mehr vorstellbar. In den unendlichen Übertreibungen, Verzerrungen, Verkürzungen bildet sich heute die Hysterie als reine Existenzangst auch in den Medien ab. Der Weltuntergang, die Idee, es wäre kurz nach 12, ergreift auch das Medium an sich, die Stimmung in den Redaktionen ganz oft. Verdacht, Vermutung, Vorwegnahme des Schrecklichen prägt zunehmend die Erzählweise der Medien dort, wo sie ausfransen ins elektronische Medium. Der Schriftsteller Michael Kumpfmüller schrieb gestern in einem wunderbaren Kommentar auf Zeit Online, immerhin Zeit Online: Medien sind Angst- und Wutmaschinen. Klar. Sie messen und bringen zum Ausdruck, was an Stimmungen und Gefühlen im gesellschaftlichen Raum der Fall ist, aber sie stellen diese Stimmungen zunehmend auch her. Sie spielen mit den Gefühlen, schaukeln sie so lange wie möglich hoch, um dann im entscheidenden Moment, kurz bevor die Leute allzu hysterisch werden oder die Sache langweilig wird, zu rufen: Beruhigt euch, ist alles halb so schlimm, aber hört euch mal diese Geschichte an, sie scheint wirklich sehr übel zu sein. Das sind typische Produkte einer verirrten Zeitungslogik im Internet. Und die Bilder und der Text müssen dabei überhaupt nicht übereinstimmen. Die können sich nur gegenseitig eskalieren. Ich weiß, was es als Journalist bedeutet, eine Überschrift zu formulieren, die wahrgenommen werden will, und ein Bild dazu als Eyecatcher herauszusuchen. Aber wir wissen ja, dass 95% der Leser nur die Überschriften lesen und vielleicht die Bilder auf sich wirken lassen. Und welche Folgen hat das für das Weltbild der Menschen, die man euphemistisch als Medienkonsumenten bezeichnet? Im Begriff liegt schon ein konzeptioneller Fehler. Paradoxialität, Ambivalenz, eine seltsame Erosion des Wirklichen sind die Folge. Und auch der ach so seriöse Spiegel, das Magazinleitmedium, greift immer wieder tief in die Kiste eines schludrigen Alarmismus. Auch hier will man es dann doch nicht ganz so gemeint haben mit dem endgültigen Waldsterben und dem Kölner Dom, der im Wasser steht aufgrund von Global Warming. Und es entsteht ein grandioses doppeltes Geschäftsmodell. Man macht über Jahrzehnte Angst, Angst, Angst und verkauft dann ein Sonderheft, in der die Welt als ganz gut und ganz positiv dargestellt wird. Das nenne ich ein geniales Wertschöpfungskonzept. In deutschen Talkshows wird nicht mehr gefragt, schon gar nicht intelligent gefragt, sondern in den Fragen der Eröffnung bereits liegt die negative Antwort.
Noch einmal Michael Kumpfmüller: Wer gehört und gesehen hat, wie Anne Will im Gespräch mit Angela Merkel zur Flüchtlingsfrage mit ihrem unwiderstehlichen Lächeln in natürlich sehr sanft provokatorischer Absicht die komplette Klaviatur des Ressentiments bemüht und an keiner Stelle markiert, was nun eigentlich ihre Haltung ist, der kann und konnte eigentlich nur verzweifeln. Man kann als Journalist im Mimikry-Verfahren nicht das nicht vorhandene Parteiprogramm der AfD herunterbeten und dann allen Ernstes glauben, man habe einen Beitrag zum Diskurs geleistet. Es ist ein Beitrag zur Zerstörung des Diskurses. Und damit kein Missverständnis aufkommt: Mir geht es nicht um Lügenpresse, das ist eindeutig ein rechtsradikaler Kampfbegriff. Aber könnte all das den Journalismus, die Journalisten nicht dazu veranlassen, nachzudenken, ob er nicht durch ständigen Alarmismus und Pessimismus eine gesellschaftliche Grundstimmung entstehen hat lassen, in denen Politik nur noch als Schlechtes, Politiker nur noch als korrupt wahrgenommen werden? Ein großer Teil der Jugendlichen verwechselt inzwischen die Heute-Show im ZDF mit der Heute-Sendung. Und dass in dieses Vakuum nun der Populismus mit Pauken und Fanfaren einmarschiert. Die Journalisten schauen verstört und meinen, sie hätten damit nichts zu tun. Es wären einfach die Zeitläufte. Das ist das, was am Ende übrig bleibt. Die allgemeine Meinung, dass alles immer schlimmer wird und Panik, die dazu führt, dass Menschen sich in Mobs zusammenfügen, im Internet, aber auch in der realen Welt. Und dann das Clickbaiting, jene ökonomische Mode, um jeden Preis den Klick zu produzieren, das Gold der Internetanzeigenökonomie, das Locken mit einem Scheingeheimnis, das Teasen mit einer geilen kleinen Obszönität, einem Erlösungsversprechen, einem Hyperskandal oder einer gekonnten Grausamkeit. Wir alle kennen dieses Prinzip: Du glaubst nicht, was dann passiert ist. Unfassbar. Diese Worte. Und möchten Sie nicht alle wissen, was hier dahinter steht? Und deshalb klickt man drauf. Und das, schreibt Autorin Julia Bär im FAZ-Feuilleton, das erwischt die Menschheit am untersten Zipfel ihrer Denkfähigkeit, wo nur noch Neugier und Naivität sitzen, sodass man gelegentlich doch schimpansenhaft draufklickt und sich fragt, wer um alles in der Welt baut einen Gartenzaun aus Abwasserrohren? Dann aber ist es schon zu spät, der Klick ist da, die Werbung ausgespielt, die Website hat ihr Ziel erreicht, zurück bleibt das Bedürfnis zu duschen, am liebsten mit chlorhaltigem Duschgel. Auf Dauer können die Klickomat-Medien, und das ist eine gute Nachricht, so möchte ich das mal nennen, Copy-Paste-Klickomat-Medien, diesen brachialen Kampf um Reflexe allerdings nicht gewinnen. Das Digital Bauhaus Lab aus Weimar arbeitet gerade an einem Filter, der Clickbaiting erkennt und ausblendet. Es ist gar nicht so schwer zu erkennen, dieses Prinzip. 80% ist die Trefferquote. Track Me Not stellt unentwegt Suchanfragen an alle gängigen Suchmaschinen und versaut dadurch die Klickdaten, die wichtig sein werden für die Werbeabrechnung. Das Programm Ad Nauseam klickt auf alle Werbebanner auf allen Seiten. Obfuscation, A User's Guide for Privacy and Protest, heißt ein Bestseller in den USA. Das Netz bekämpft seine eigenen radikalen Infektionen auf radikale Weise. Und vielleicht noch schlimmer von allem, in dem Moment, wo man nicht mehr unterscheiden kann zwischen den verschiedenen Modi, die der menschliche Geist gegenüber der Wirklichkeit einnehmen kann, Information, Meinung, Erregung, wenn daraus Irritainment wird und in der weiteren Stufe das Brei-Syndrom. Brei heißt, dass es keine Differenzierungsmerkmale mehr für die Kategorien Information, Entertainment und Meinung gibt. Und es äußert sich in einer unendlichen Ermüdung, im Abschalten, im Ignorieren, im vollkommenen Ermatten öffentlichen Themen gegenüber und auch der Wirklichkeit gegenüber. Ich kenne keine meiner Freunde und Bekannten, die in den letzten Jahren nicht Fernseher abgeschafft, Kanäle abgeschaltet hätten. Und davon könnten Qualitätsmedien ja profitieren. Das Problem ist, dass man unter Umständen auch gleich die Qualitätsmedien mit abbestellt, weil man in diesem weißen Irrenrauschen sich nicht mehr orientieren kann und sich nicht mehr zu Hause fühlt. Ich halte mit der Welt nicht mehr mit und mit den Nachrichten, die sie produziert. Ich fühle mich wie eine endlos lange Papierrolle in der Druckerpresse, der eine rasende Welt laufend neue Zeugnisse ihres permanenten Vollzugs aufdrückt. Diese bunte, laute, schnelle Welt vermag mich weder intellektuell zu sättigen noch hungrig zu machen. Das ist ein Lebensgefühl unserer Zeit und es bedroht nicht nur die elektronischen Medien, es bedroht die Medien überhaupt als gesellschaftliche Funktion. Ausgerechnet der Chefreporter der Wirtschaftswoche formulierte das. Nun gut, lassen Sie uns den Widerständen, den Heilungsversuchen des medialen Systems ein bisschen nachspüren.
Der Publizist und Soziologe Harald Welzer hat ein Buch gegen die radikale, lineare Digitalisierung geschrieben. Und darin stehen knallharte Sätze wie dieser: Flüchtlingskriege, Kriege, Krise, Kriege, Abhängigkeit von Rohstoffen bilden eine Kaskade von Problemen, von denen nicht ein einziges mit den Mitteln der Digitalisierung zu lösen ist. Das Leben ist analog, Beziehungen sind analog, Empathie, Liebe, Hass, Wut, Mitleid und Freude sind analog. Im Netz bekommen wir Hilfe nur in trivialen Fällen. Wenn es hart auf hart kommt, brauchen sie richtige Menschen. Nun hat Welzer viele Bücher geschrieben, in denen der Kapitalismus an allem schuld ist, und ich halte das für eine etwas reduktionistische Haltung. Aber hier trifft er einen Punkt, weil er aus dem Herzen spricht. Und meine These, unsere These ist, dass wir eigentlich mitten bereits in einer digitalen Revision sind, die sich gerade ausbreitet, die sich entwickelt, auch wenn auf allen Business-Kongressen immer noch das hohe Lied der digitalen Linearität gesungen wird. Matthias Müller von der FAZ: Das Internet hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Empörungsmaschine entwickelt, einer Gerüchteschleuder, zu einem Propagandavehikel. Und auch hier merken die Menschen allmählich, in welche Abgründe sie geführt werden. Einer der großen Leitindianer des Internet in Deutschland, Sascha Lobo, hat schon vor anderthalb Jahren gesagt, das Internet ist kaputt. Und viele, viele Prominente gehen heute sang- und klanglos dort heraus, weil sie wissen, dass sie im Grunde genommen nur verfolgt werden, gedemütigt, heruntergezogen. Bis in die Popmusik hinein entsteht inzwischen eine neue Skepsis, eine antidigitale Skepsis. Wie immer man ihre Perspektiven sieht, sich durchzusetzen, sich auch Gehör zu verschaffen, wenn man genau hineinlauscht in die Wurzeln des Zeitgeistes, spürt man das. Und auch die Fakten, auch die Zahlen fangen an, sich zu verändern. Twitter stagniert. Viele Prognosen über sagenhafte digitale Märkte haben sich als überzogen erwiesen. E-Books zum Beispiel haben nicht das Buch abgelöst, sondern ein Drittel Softporno substituiert, und nun stagnieren sie. Wir verlieren im Internet die notwendigen Distanzen zur Welt, in denen wir überhaupt Reflexion einsetzen können. Und Luhmann hat einmal gesprochen vom Kategorienfehler. Wenn das menschliche Hirn einen Kategorienfehler macht, dann verwechselt es das eine mit dem anderen. Zum Beispiel, wenn Sie versuchen, im Garten Bratkartoffeln anzubauen. Und das Internet ist in der Tat ein Multimedium, in dem man alle verschiedenen Operationen der Kommunikation machen kann. Nur haben eben diese Operationen ganz verschiedene Gesetze. Vertrauen zum Beispiel im kleinen Kreis hat andere Gesetze als das Erreichen größerer Massen. Und diese schönen Bilder eines Künstlers, der sich mit dem Internet auseinandersetzt, versuchen zu zeigen, wie uns diese Medien, die Allgegenwart des Rückimpulses, auch ein Stück weit die Seele rauben. Und irgendwie kommen sie einem so merkwürdig bekannt vor. Nicht nur bei Jugendlichen und nicht nur bei den sogenannten Digital Natives. Und was passiert, wenn diese Maschinen uns gewissermaßen genommen sind, wenn dort Leerstellen entstehen? Dann wird es in gewisser Weise wieder interessant. Was ist dort nicht vorhanden? Das ist, glaube ich, eine kluge Frage. In unserem Zukunftsreport des letzten Jahres habe ich den Hang zur Ausbalancierung zwischen virtuell digitaler und real analoger Welt, denn darum geht es. Es geht nicht um den Abschied von der digitalen Welt, sondern es geht um ein neues Verhältnis, ein neues symbiotisches Verhältnis dazu. Online getauft. Online heißt nicht antidigital zu werden. Es heißt vielleicht, sein Smartphone zu behalten oder es gegen ein Fairphone einzutauschen, aber im Sinne echter Lebensbalance es zu benutzen. Heißt zu spüren, wenn es gut ist, sich zu verbinden und wenn es besser ist, sich dem wunderbaren Meetspace zuzuwenden, den wir alle gemeinsam bewohnen. 1000 Freunde bei Facebook ist die neue Einsamkeit. Und das ist der Begriff der Achtsamkeit. Achtsamkeit ist einer der großen Sehnsuchts- und Trendbegriffe unserer Zeit, hat es bis auf das Titelbild von Time geschafft. Und Achtsamkeit lässt sich leicht sich darüber belustigen oder es dem nächsten esoterischen Wischiwaschi zuschieben. Aber hinter dem Bedürfnis nach Achtsamkeit steckt das Bedürfnis nach erneuerter informeller Selbstbestimmung, nach einer Souveränität der eigenen Wahrnehmung, nach einer Rekonstruktion der Wirklichkeit, mit der wir wieder etwas anfangen können. Und Tiffany Slane, eine wunderbare Filmemacherin in den Vereinigten Staaten,
hat über dieses Phänomen, über unser Verhältnis der Achtsamkeit in der digitalen Welt und die Parallelität des Internets zu unserem Hirn einen wunderbaren Film gedreht, den man auch im Internet frei beziehen kann. Ich zeige Ihnen einen kleinen Ausschnitt daraus. A lot of us are wondering, what is all this technology doing to our brains? I mean, we know that the brain changes throughout life based on experiences. In fact, watching this movie is reshaping connections in your brain right now. But since we humans are the ones creating and using this technology, maybe a better question to ask is, how are we shaping our brains? The internet, the most advanced technological system in the world, is such a strong framework to help understand the human brain, the most advanced biological system in the world. But then we thought about it a bit more. And since the internet is in such a young developmental stage, rapidly growing, constantly changing, forming billions of new connections all over the world, then maybe a stronger framework would be to compare it to a child's brain, which is in a similar stage of development, rapidly growing, constantly changing, and making billions upon billions of connections between different parts of the brain. We do know that every time we plug in, every person we follow, email, or link to, we know it's affecting us. So we need to be mindful of what we let into our brains, always. Which sometimes means knowing when to disconnect. Just as it's not good for a child's brain to be constantly over or understimulated, it's not good for an adult's brain either. For both the internet and a child's brain, the connections we pay most attention to will be strengthened, while the ones we use less will be pruned. So how do we nurture both of these growing interconnected networks to set a course for a better future? By paying attention to what we are paying attention to. Attention is the mind's most valuable resource. Every interaction counts. Paying attention, what we are paying attention to. Wir alle neigen dazu, Zukunft linear zu beschreiben oder eskalativ. Das ist auch im menschlichen Hirn eingebaut, aber es ist falsch. Die Zukunft entsteht nicht in einer geraden Linie. Heute ist der Umsatz so hoch, morgen ist er verdoppelt. Sondern Zukunft hat immer eine Schleife, eine Rekursion. Jede Linearität hat einen Tipping Point. Jeder Trend erzeugt einen Gegentrend. Keine Entwicklung kann ewig weitergehen. Eine Saturierung wird irgendwann eintreten und dann auch ein Widerstand, ein Gegentrend, und sei es in Form von Langeweile. Nie verschwindet das Alte ganz, immer kehrt es in neuer Form zurück durch die Hintertür und manchmal, wenn man es nicht lässt, brachial durch die Haustür. Globalisierung erzeugt eine Sehnsucht nach dem Lokalen, nach dem Ort der inneren Verankerung. Individualisierung kreiert ein neues Wir. Man denke an Co-Housing, Co-Working, die Share Economy. Beide Zeitschriftentitel haben wachsende Absatzzahlen. Und zwar parallel. Je mehr vegan, desto mehr Beef. Wo ist hier der Trend, würde man sagen. Der Trend liegt in der Mitte und heißt Flexitarismus. Heißt, dass wir besseres und weniger Fleisch essen. In größerer Anzahl. Alles andere sind nur Minderheiten. Und so entsteht die Zukunft aus den Thesen und Symbiosen, aus den Verbindungen dessen, was früher paradox war. Gelungene Zukunft heißt, dass wir das Lokale und das Globale in uns vereinen, in unserer Stadt, in unserer Region. Dass wir das Reale und das Digitale neu zusammen definieren, dass aus dem Konsumenten ein Prosument wird, dass wir nicht altern, während wir älter werden, sondern dass wir jünger beim längeren Lebensspann werden. Dass wir Flexibilität und Sicherheit verbinden. Alles kehrt zurück. Die Vinylplatte, die Polaroid-Kamera, die plötzlich wieder fixierte Bilder macht. Das Radio sieht aus wie in den 20er Jahren. Und wie gesagt, E-Books führen nicht dazu, dass die Bücher aussterben. Büchertempel können heute neue Erlebniskulturen bilden. Bücher sind high, Bücher sind stark, weil sie eine bestimmte physische Präsenz immer haben werden. Wir haben eine Renaissance der Bibliotheken, also auch
der Unkenruf des Zerfalls von Kultur ist falsch. Wir können sehen, dass heute Bibliotheken dann besonders gedeihen, wenn sie sich mutig mit den neuen digitalen Medien integrieren und auseinandersetzen. Überall auf der Welt gibt es wunderbare Beispiele für diese Kultur. Wir haben in jedem Beschleunigungstrend einen Verlangsamungstrend. Einer der Kultprogramme im norwegischen Fernsehen zeigt 24 Stunden eine Bahnlinie. Und die Einschaltquoten sind enorm. Ja, ich kann Ihnen das jetzt ungefähr eine Stunde vorführen. Oder Strickwettbewerbe. Auch das eine Möglichkeit. Und auch hier der kulturelle Pessimismus. Die neuen Narrationen von Fernsehserien. Wir beklagen uns, dass alles sich in Schnipsel zerlegt. Und wir sehen gar nicht oder können gar nicht feiern, dass es großartige neue Produktionen gibt im Filmbereich, die über 10, 20, 100 Folgen gehen, in denen die Geschichten von Menschen auf dramatische Art und Weise ausbuchstabiert werden. Die Gegenbewegung ist mitten im Gang. Und wir sollten Teil von ihr werden. Wir sollten uns auseinandersetzen mit konstruktivem Journalismus. Ulrik Hagerup, der Chef des dänischen Fernsehens und des Rundfunks, auch hier war er bereits zu Gast, der eben formuliert hat, wir müssen unsere Filter bei der Wahrnehmung der Welt anders justieren. Unsere Nachrichten lassen die Menschen depressiv werden oder sie wenden sich von den traditionellen Medien ab. Wir zeichnen eine Welt von Selbstmordattentätern, kriminellen, politischen Streitproblemen von Minderheit. Und er hat Formate eingeführt, die die Fragestellung umdrehen. Eine Talkshow im dänischen Fernsehen, in denen es nicht darum geht, sich aufeinander hetzen zu lassen und Unmöglichkeiten zu produzieren, sondern die Verpflichtung aller am Tisch Teilnehmenden war, eine Lösung zu finden. Und siehe da, etwas vollkommen anderes entstand. Gesellschaftliche Probleme als Lösungsprobleme. Und konstruktiver Journalismus heißt nicht das Verschweigen von schrecklichen Dingen, sondern es heißt das Einordnen, das Kontextualisieren in eine Welt, die in Bewegung ist. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es jetzt eine Constructive Journalism Plattform. 15.000 Abonnenten wurden innerhalb kurzer Zeit erreicht. Neue Zeitschriftenformate, neue Zeitungsformate, die sich mit den anderen, den konstruktiven Seiten der Welt auseinandersetzen, machen neugierig, haben durchaus Erfolg. Good zum Beispiel. Oder ein etwas ironisches Medien, was sich ganz bewusst mit der Verlangsamung der Reflexion auseinandersetzt. Delayed Gratification. Ein Organ, das sich mit der Verarbeitung von Tiefe in den Medien auseinandersetzt. Was also spricht für eine Renaissance der Zeitung? Zunächst nicht viel, wenn man nur das reine Zellulose-Prinzip anwendet. Aber in der Kulturform der Zeitung hat sich über lange Zeit etwas ganz anderes Eigenes entwickelt. Und dieses Eigene ist resilient und unsterblich. Und es wird mehr denn je gebraucht denn je. Es geht nicht um Papier. Es geht um Kohärenz. Und ja, es geht um Autorität. Um authentische Autorität. Denn je mehr unsere Sicht auf die Welt verunsichert wird und verängstigt wird, desto mehr brauchen wir Anker, den man glaubt. In den kommenden politischen Auseinandersetzungen wird die Sehnsucht nach Orientierung entscheidend sein für die Zukunft der Zivilisation. Und die Debatte um konstruktiven Journalismus gehört zu dieser Renaissance des Print. Wobei ein Kollege vor kurzem zu Recht anmerkte, dass es ja eigentlich dabei nur um guten Journalismus geht. Und guter Journalismus ist immer abwägend, kontextualisierend, erklärend und sinnmachend. Wir müssen womöglich eine eigene Agnotologie betreiben, wie man so schön sagt. Agnotologie ist das Studium der kulturell induzierten Ignoranzen und Fehlinformationen, wenn wir uns als Printmenschen neu begreifen wollen. When you make a choice, you change the future, sagte Deepak Chopra. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie die richtige Wahl treffen oder schon getroffen haben. Es gibt wunderbare Printmedien, die auf dem Weg sind, eine Fülle von neuen Experimenten, großartige Nischen, die es zu halten und auszubauen gibt. Wichtiger als das Papier, auf dem Sie drucken, ist jedoch die kostbare Ressource des Vertrauens. Das Vertrauens zwischen Menschen und Informationen. Luhmann sagte einmal, Vertrauen ist ein Mechanismus zur Reduktion unerwünschter sozialer Komplexität oder man könnte auch sagen Kompliziertheit. Nicht Papier erlebt eine Renaissance, sondern die Uridee von Print. Die Welt zu kuratieren, zu verstehen, zu durchdringen. Als Teil eines humanen Fortschrittsprozesses. Jener Metakognition, ohne die die Zukunft nicht möglich ist. Die Organisation von klugen Fragen, von Neugier nach vorn. Nichts anderes ist das Prinzip der Renaissance von Print. Und nichts anderes ist gelungene Zukunft. Ich danke Ihnen mit großem Bedauern, kein Klavier hören zu können, für Ihre Aufmerksamkeit.
Und schon ist es da.